Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Blender-Tutorial. Wir hatten uns im ersten Part hier angeschaut, wie wir uns generell in Blender erstmal zurechtfinden, wie man Edges hinzufügt, wie man Vertices, Faces, Edges manipulieren kann, um unsere ersten groben Assets zu machen. Und genau da machen wir auch weiter. Wir werden heute einen USB-Stick machen. Der eignet sich dafür, finde ich, ganz gut. Der ist jetzt von seiner Form her nicht sonderlich komplex. Jeder weiß, wie ein USB-Stick aussieht. Dennoch hat er genügend Möglichkeiten, dass ich euch verschiedene Tools zeigen kann und so werden wir dann auch Schritt für Schritt in den Tutorials weitergehen. Ich werde euch schrittweise verschiedene Werkzeuge, Anführungszeichen Tools zeigen, die ihr nutzen könnt. Das Beste, was ihr machen könnt, ist im 3D üben, üben, üben. Es gibt hier nicht immer eine für alles Lösung. Jeder arbeitet anders und ihr müsst einfach für euch gucken, wie kommt ihr für euch. Wie ist euer Weg, um das Ziel zu erreichen? Und daher ist halt wirklich eine Übungssache. Dann habt ihr auch später einfach ein Gefühl, wie die Tools am besten für euch funktionieren, wie ihr da am besten mit umgeht oder welcher für euch der beste Weg ist, verschiedene Sachen zu erreichen. Also wirklich einfach drauf losüben. Es muss erstmal nicht wunderschön aussehen. Es muss einfach erstmal erkennbar sein, was es sein soll. Daher üben, üben, üben. Macht leichte Sachen. Baut euch Tische, Stühle, Schränke. USB-Sticks, alles so, was eine relativ simple Form hat, und dann gehen wir Schritt für Schritt verschiedene Tools durch, die euch das erleichtern, auch erleichtern, einfach komplexere Sachen, gröbere Sachen zu machen. Deswegen Schritt für Schritt. Generell beim 3D ist es wichtig, wir arbeiten immer von grob nach fein. Also wir machen erst ein sogenanntes Blockout, wo wir einfach die groben Größen erstmal festlegen und gucken, wie das so ist. Und danach verfeinern wir das. Das ist eine Sache, die solltet ihr euch immer im Kopf behalten, wenn ihr 3D-Sachen macht. Immer von grob nach fein. Setzt euch nicht an eine Sache, tut ihr detailliert ausarbeiten und seid halt nur mit der Hälfte fertig, sondern macht das komplette Ding erstmal grob in einem Blockout und dann wird das verfeinert. Je nachdem, wie schön ihr das haben möchtet oder wie genau ihr das haben möchtet, dann halt immer schrittweise verfeinern. So arbeitet sich am besten. Und gerade was Skalierung und Größe angeht, macht ihr dann keine Fehler und ärgert euch richtig drüber, dass das Ding richtig toll aussieht. Aber auf einmal merkt ihr, mein komisches, was weiß ich mir, ich habe hier eine Pistole gemacht und auf einmal merke ich, ja, doof gelaufen, irgendwie passt da was nicht, weil irgendwas zu groß, zu klein oder sonst was ist. Daher wirklich, merkt euch grob nach fein, macht erst einen Blockout, dann macht mir das feiner. Das genau werden wir hier auch machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir einfach mal an. Und ich packe mich mal hier. Ja, nein. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich klein machen, nicht Blender klein machen. Ich packe mich mal hier in die Ecke. Da bin ich, glaube ich, nicht so sehr im Weg. Und es ist ein bisschen was Schöneres zum Anzugucken. So, wir haben hier einen leeren Space. Ich war so frei, habe mit den Cube und Kamera etc. alles gelöscht. Man startet ja immer mit einem Cube, Kamera und einem Licht. So, das erste, was wir machen, wir holen uns eine Plane rein. Wir gehen auf Mesh Plane. Und da packen wir unser Bild drauf. Da gehen wir hier, Materialien, gehen auf Neue, Base Color. Auf den gelben Punkt und sagen Image-Textur, also eine Bildtextur. Die wollen wir haben auf den Ordner. Und jetzt holen wir uns unsere Referenzbilder. Ich finde es immer ganz schön, wenn der auf einer Plane ist, weil da kann ich das hin und her schieben. Irgendwo müsste ich einen USB-Stick haben. Wichtig hier, wenn ihr hier Texturen einfügt, die müssten in einem Quader sein, also die X- und die Y-Achse müssen gleich lang sein. Sowas geht, sowas geht. Hier, das würde nicht gehen. Es ist halt einfach in der Länge kürzer, wie, also es ist höher, wie es lang ist. Es muss wirklich quadratisch sein, sonst verzieht sich das. So, noch sehen wir nichts. Wir müssen hier oben auf den dritten Kreis gehen. Und zack, da haben wir unser Bild. Wir werden uns im nächsten Tutorial auch mehr mal mit UVs und Texturen beschäftigen, damit ihr Sachen schön bunt machen könnt. Aber jetzt erstmal noch nicht. Ich mache die Roughness hier noch auf die Höhe, da ich keinen Glanz drin habe. Pack mir den hier hin, rotiere den auf 90 und guck mal, wo ich mir den hinpacke. Ich ziehe den vielleicht hier so ein bisschen höher. Jetzt habe ich den hier. Und jetzt kommt es drauf an. Die Leute, die bei mir im Stream sind,
Die sehen, ich arbeite gerne mit zwei Bildschirmen, also mit zwei Fenstern. Wenn ihr hier einfach an die Kante geht und rüberzieht, habt ihr zwei Fenster. Das könnt ihr machen, könnt ihr auch nicht machen, je nachdem, wie ihr arbeitet. Ich persönlich bevorzuge es so zu arbeiten, dass ich hier einfach verschiedene Winkel habe, weil 3D, da hat man mehrere Perspektiven. Meistens mache ich eine lose, nenne ich es jetzt mal, und eine feste. Einfach Alt drücken und dann snappt die Kamera in verschiedene Winkel. Oder ihr könnt hier auf die Knöpfchen drücken, dann seid ihr hier. Und wir wollen hier den schicken USB-Stick nachbauen. Wir sehen, wir haben eins, zwei, drei Teile schon mal. Wir wissen aus Erfahrung, in einem USB-Stick ist in diesem Metallgehäuse noch so ein kleines Quadrat drin. Also sind es vier Teile, die wir erstmal brauchen. Und das machen wir jetzt auch. Wir holen uns vier verschiedene Cubes und sagen, wir machen den jetzt erstmal passend auf die Form. Erstmal nur grob. So, dann gehen wir hin. Dafür habe ich mir hier den zweiten. Da kann ich dann sagen, ich möchte den hier haben. Gehe auf meine Pfeile und sage, das ist so lang hier. Das hier ist so lang ungefähr hier. Die Höhe passt jetzt ungefähr. Dann sage ich, okay, der ist ein bisschen schmäler. Ungefähr so. Dann habe ich hier erstmal meine grobe Form. Entweder könnt ihr jetzt einen neuen Cube erstellen oder ihr geht auf Shift D. Dann habt ihr den dupliziert. Und den wollen wir vorne dran machen. Skalieren wir den auf erstmal ein bisschen kleiner. So, gucken, dass der mittig ist. Es geht jetzt auch darum, hier nicht 100% genau zu arbeiten. Steckt den auch ruhig rein. Das ist kein Problem. Also, ihr müsst das nicht alles aus einem Guss machen. Steckt ruhig verschiedene Formen ineinander. Das ist kein Problem. Das erleichtert euch am Ende die Arbeit. Und wir entfernen erstmal den hier. Das ist ja hohl. Dann mache ich den hier auch weg. Dann ist der uns nicht im Weg. Dann haben wir uns den gespart. Und dann nehme ich mir wieder meinen Cube, weil ich weiß ja, hier drin ist auch noch einer. Ups. Hey, okay, es ärgert mich. So, der ist ungefähr genauso groß wie die Form. Aber der ist schmäler. Kann nicht, was weiß ich, gehe ich hier auf das Scale. Sag schmal, möchte ich dich haben, aber du musst hier an diese Seite ran. Den packe ich auch noch nicht an meine Wand ran, weil ich weiß, ich will ja da noch eine Dicke reinmachen. Und sag so ungefähr bis zur Kante ist der. Jetzt brauchen wir hier noch diesen Bogen. Dann nehme ich mir wieder meinen hier. Ich mache den ein bisschen schmäler. Ich mache den aber ein bisschen länger. Schieb den ein Stück zurück. Aber der muss doch noch ein Stückchen breiter sein. Pack den auch wieder ungefähr in die Mitte. Und dem sage ich auch, ich brauche das hier nicht, weil das ist ja hohl. So, jetzt habe ich mir meinen Blockout gemacht. Jetzt haben wir so grob die Form. Wir können gucken, gefällt uns das? Wollen wir das irgendwie länger oder nicht machen? Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt vor und verfeinern das. Wenn euch das Weiße stört, können wir das auch ändern, indem wir sagen, ich brauche ein neues Material, ich suche mir hier eine andere Farbe aus. Ich mache den vielleicht ein bisschen dunkler, dass ich das sehe. Oder färbt die alle bunt ein, je nachdem, wie ihr das möchtet, um es einfach besser zu sehen. Ich, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, arbeite meistens immer sehr bunt und färbt mir die verschiedenen Sachen halt dementsprechend ein. Machen wir das so, dann sehen wir das besser. Das müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr für euch am besten arbeitet. So, ich fange hiermit an. Ich lösche mir erstmal alle Transforms, weil ich das ja manipuliert habe, einfach um mit einem, also um halt keine Probleme haben, wenn wir jetzt verschiedene Tools benutzen. So, wir sehen hier, wir haben hier abgekattete Kanten. Hier sehen wir es nicht, aber ich nehme an, hier ist es einfach nur rund. Jetzt können wir entscheiden, okay, ich mache jetzt erst hier die Kanten. Dann nehme ich mir Edges, hier und hier. Und sag, okay, ich bevel mir die. Dann werden die auch abgekantet. Zack. Ungefähr so. Und jetzt habe ich hier ein Problem. Der ist mir im Weg. Drücken wir H, ist es
Hide, also verstecken. Altar bringt uns das wieder zurück. Also alles, was wir versteckt haben, bringt mit Altar zurück. Wenn ich H und H drücke und dann Altar, ist alles wieder da. So. Wir können auch hier die Augen benutzen. So, ich mache mir den erstmal weg, der stört mich. So, jetzt will ich das hier runter haben. Ist jetzt aber blöd. Weil das ist jetzt hier nur ein Face und das kriege ich nicht rund. Gibt verschiedene Möglichkeiten, aber alle fangen einfach damit an, dass wir hier einfach ein paar mehr Edges brauchen. Und dass das Edge-Tool wieder nicht tut, was es soll. Irgendwie gibt es hier ein kleines Problem. Hier geht's, aber hier nicht. Seltsam. Okay. Manchmal hat das so Schwierigkeiten. Manchmal ärgert einen Blender. Dann machen wir hier und hier. Dann sagen wir, nehmen wir das Knife-Tool und verbinden diese Punkte. Zack, zack, bumm. So, dann habe ich hier die Möglichkeit. Jetzt habe ich hier den Strich zu viel. Den hier. Störung entfernen, ist er weg. Jetzt kann ich hier schon mal sagen, okay. Es wird runder. Ist aber immer noch nicht das, was ich will. Okay, mehr Edges einfügen lässt er uns nicht. Na, wahrscheinlich, weil wir gebevelt haben. Warte mal, ich weiß den Fehler. Wir haben hier gebevelt. Dementsprechend haben wir ein Engon und das versteht Blender nicht. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Sowas passiert halt schnell. Einmal nicht geguckt. So, jetzt haben wir hier wieder überall Faces und dann funktioniert es. Guck mal. Das ist das Problem mit den Engons. 3D-Sachen hassen Engons. So, und dann gucke ich mal. Ich snap mir das wieder fest und gucke. Ja. Pi mal Daumen ist es schon runder geworden. Aber das ist smooth. Dann passt das schon. So, das sieht jetzt total komisch aus durch das Gesmooste. Machen wir nochmal Alt Transforms löschen. Was wir machen können, weil diese harten Kanten, die sind ja nicht immer da. Also die wenigsten Sachen haben so krass harte Kanten. Je nachdem, was wir machen, aber die USB-Sticks sind ja immer meist ein bisschen angerundet. Können wir jetzt erst erste Tool mal benutzen. Wir können hier auf Modifiers gehen und sagen, wir möchten einen Bevel haben. Der macht uns das generell erstmal rund. Der fügt halt hier überall einen Bevel ein. Und vielleicht sehen wir das, wenn wir Flat machen, sehen wir das ein bisschen besser. Jetzt können wir einstellen, wie viele Segmente brauchen wir. Ja, das ist mir aber alles noch zu grob. Dann sagen wir vielleicht 0,5. 0,05. Wir spielen hier mal mit den Zahlen ein bisschen, bis wir das Passende haben. Warte mal, wenn ich hier euch die Vertices, den Wireframe, so sehen wir es besser. Man kann hier noch den Wireframe anschalten. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man anlasst, dann ist es für euch besser ersichtlich, was hier eigentlich passiert. Nehmen wir hier 0,1. Sehen wir hier, wir haben hier mehr Kurven. Überall sind Kurven, wo wir Kurven wollen. Ich würde so sagen, hier sind wir schon mal zufrieden. Das hier passt mir noch nicht so ganz. Hier die Edges. Dann können wir sagen, okay, beispielsweise beveln wir das nochmal ein bisschen mehr. Dann wirkt es runder. So. Wir machen uns auch erstmal null Gedanken über Vertices, wie viele Edges wir drin haben. Wir schauen jetzt so, dass wir halt möglichst keine Endgons drin haben. Gehen wir hin, sagen jetzt Smooth. Und jetzt ist es hier schön smooth. Hier habe ich die Vertices für euch eingeblendet und hier nicht. Das sieht auch schon mal ganz brauchbar aus. So. Jetzt haben wir hier. Jetzt können wir uns entscheiden, machen wir erst das hier oder machen wir erst hier. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in den metallischen Teil. Der ist jetzt nicht so komplex. Der hier ist ein bisschen aufwendiger, weil er hat ja ein Loch in der Mitte. Wir machen das jetzt erstmal. Da ist jetzt nicht so viel, was passieren müsste. Der ist schon viereckig, der bleibt so. Wir wollen vielleicht diese Löcher hier drin haben. Die sollen im Mesh sein. Dann gehe ich wieder auf meine seitliche Ansicht. In den Edit-Mode und sage, ich brauche hier Loop Cuts. Einmal einen in die Mitte. So, damit ich hier weiß, wo das Loch hinkommt. Und dann hier. So.
Nicht wundern. Ich gehe jetzt hier auf Bevel. Ich nehme die und die. Nehme hier den Bevel und sage, ich möchte das Beveln und mache mir meine Löcher. Hallo? Heute ärgert es mich ein bisschen. Dann das und das. Einfach entfernen. Und ja gut, man sieht es jetzt halt nicht grau auf grau. Nehmen wir den jetzt zum Beispiel hier weiß einfärben. Sehen wir es besser. Da sind die Löcher. So, wir können sagen, okay, vielleicht passt mir die Ausrichtung nicht. Hallo? Hallo? Würdest du? Ach so, ja, ich muss es das hier anwählen. So, vielleicht passt mir die Ausrichtung nicht, aber jetzt habe ich hier schon ausgeschnitten. Das ist ja so doof. Jetzt kann ich das nicht richtig manipulieren. Dann gibt es hier ein X-Ray. Und dann kann ich das besser auswählen, weil ich jetzt durch das Mesh durchgucken kann. Das heißt, ich kann auch durchgehend alles auswählen. Dann kriege ich auch die Sachen, die hier hinten sind. So vermeide ich, dass ich halt Sachen wirklich sehr stark verschiebe. Kann immer ein bisschen doof kommen. Wir sagen ja, vielleicht mache ich die hier noch ein bisschen größer. Sag okay, vielleicht passt mir das so. So, ich lasse jetzt die. Die lasse ich jetzt so. So, jetzt haben wir hier unsere Form schon mal fertig. Jetzt müssen wir die ein bisschen dicker machen, weil das ist ja halt zu dünn. Wir brauchen ja hier noch einen Rand. Das hat eine gewisse Dicke. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, ich drücke E für Extrude und S für Skalieren. Und dann könnte ich mir hier etwas rausskalieren. Das funktioniert nicht immer so gut. Dann probieren wir was anderes. Was meistens besser ist, gerade bei komplexeren Formen, wirkt es besser, wenn man ein Tool benutzt. Wir gehen wieder auf unsere Modifier, Add Modifier und wir suchen auf Generate den Solidify. Und der macht uns dann einen Rahmen rum. Der funktioniert schon ein bisschen besser. Even Thickness, zack, haben wir doch hier schon, würde ich sagen, eine gute Dicke, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht mal 0,15. So, dann passt das. Dann haben wir jetzt hier unseren groben, ja, unsere grobe Form. Jetzt wollen wir vielleicht hier die Edges. Vielleicht wollen wir die ein bisschen runder machen, weil die sind ja auch jetzt wieder 90 Grad. Die sind ja hier doch deutlich abgerundet. Dann gehen wir auch hier wieder hin. Tool, Edit Mode. Sagen hier die Edges. Ja, lasst euch nicht irritieren durch das Solidify Tool. Ihr könnt das hier nicht aktiv, also nicht anwählen, was hier drunter ist, weil es ist über das Tool noch da. Technisch gesehen ist es noch nicht da. Es wird einfach nur, ja, angezeigt, dass ihr wisst, wie es aussieht, aber es ist noch nicht wirklich ein Mesh. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. So, ist ja doch egal. Ihr könnt das, die Tools, also alles, was mit den Tools erstellt ist, so nicht anfassen. Ihr müsst immer das Original manipulieren. Ihr könnt das hier einfach mal aus- und anschalten, dass ihr seht, wie euer eigentliches Mesh aussieht. Das ist erstmal nur ein Hologramm oder so. Ich glaube, so mal erklärt sich am leichtesten, wenn ihr sagt, denkt euch, das ist einfach ein Hologramm für später. Wir sagen, okay, wir möchten das hier vielleicht ein bisschen runder haben. Wir machen hier noch ein Edge rein, dass es wirklich rund ist. Vielleicht ist es so ja schöner. Sagen wir Smooth und wir sagen Smooth. Hallo? Smooth. Jetzt, danke. Sagen, okay, das funktioniert ja schon so. Dann können wir das applyen und dann ist es da. Jetzt ist es tatsächlich auch Geometrie, die man anfassen kann. Und jetzt haben wir hier halt das Problem. Das Ding ist ja dann schon eh sehr nah. Wir können sagen, okay, wir beveln das Ganze hier nochmal. Oder wir sagen jetzt, okay, das ist so klein und so nah. Wir sagen, das ist jetzt doch 90 Grad und wir sparen uns die Arbeit, weil man sieht es ja eh nicht so genau. Dann gehen wir hin, selektieren uns die Edges und wir sagen Mark Sharp. Und dann wird das hier blau. Machen wir wieder in Object Mode. Und wir gehen auf Data. Hier dieses Dreieck. Normals. Auto Smooth. Das funktioniert schon relativ okay, aber hier haben wir noch eine Edge, die ist zu scharf, zu stumpf. Dann sagen wir, drehen das einfach mal ganz hoch. Und zack, funktioniert. Wir haben hier das gleiche Problem. Das ist komisch gerundet. Das Smooth wirkt halt auf 90 Grad nicht gut. Dann sagen wir, okay,
Wir selektieren das hier alles. Und auch denen sagen wir Mark Sharp. Und schon haben wir die schöner dargestellt. So. Dann haben wir hier den Zipfel noch hier drin. Den stecken wir einfach hier rein. Und den beveln wir vielleicht auch einfach. Wir nehmen jetzt aber auch hier wieder das Tool, weil wir wollen es uns einfacher machen. Add Modifier. Generate. Dann haben wir irgendwo. Wo ist es denn? Bevel da. Zack. So, wir sehen hier, das ist nicht gleichmäßig. Das ist ja schon mal komisch. Da haben wir den wohl nicht gefreezed. Das heißt, wir gehen hier hin. Alt Transforms. Und zack, ist es wieder gleichmäßig. Das ist das, was passiert, wenn wir halt unsere ganzen Transforms nicht löschen, wenn wir das erste Mal hinstellen. Sagen wir okay. Auf 0,5. Vielleicht 0,05. Müssen wir mal gucken. Okay. Das ist mir zu viel. Ich will vielleicht das ein bisschen runder haben. Sag, vielleicht ist mir das so ja ganz recht. Auto Smooth. Machen wir auch hier ein Smooth drauf. Und zack. Wenn wir gucken, der steckt hier hinten drinne, dass wir vielleicht das hier auch noch loswerden. Das brauchen wir nicht. Das erleichtert uns später dann die Arbeit auch im Texturieren. Das werden wir dann nächstes Mal machen. Die ersten Texturen erstellen oder UVs bearbeiten. Machen wir jetzt noch nicht. Aber das könnt ihr auch schon mal sagen. Sachen, die man nicht sieht, kann man meistens löschen. Ausnahme bei Sachen, die ihr animieren möchtet, da müsst ihr ein bisschen mehr nachdenken, aber für einfach nur Objekte darstellen. Alles, was irgendwo drin steckt, das könnt ihr löschen, das brauchen wir nicht. Erspart euch später ein bisschen Arbeit, wenn ihr Farbe drauf macht. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt haben wir noch diesen Zipfel hier. Hallo, den will ich haben. Nochmal die Transforms löschen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich alle gelöscht habe. Das erste, was wir sehen, das ist deutlich runder. Wir haben hier eine Rundung und hier eine Rundung. Dann können wir sagen, okay, wir haben ja schon mal ein bisschen mit Rundungen gearbeitet. Vielleicht machen wir erstmal diese Rundung hier. Sagen wir, ich nehme hier das und das und nutze hier meinen Bevel. Der hilft bei sowas eigentlich immer ganz gut. Ist auch so ungefähr hier. Machen wir hier ein paar rein. Vielleicht machen wir den ein bisschen größer. Ihr könnt hier immer im Nachhinein noch sehr viel justieren. Sagen, ja, das ist jetzt schon sehr rund, das passt mir ganz gut. Jetzt muss ich das hier rund kriegen. Da können wir sagen, okay, wir haben ja hier so einen Nupsi hier drinne. Vielleicht holen wir uns den jetzt einfach mal auch ins 3D. Und dann sagen wir, wir gehen auf Mesh, wir holen uns hier noch einen Zylinder. Der ist erstmal viel zu groß. Und der ist nicht richtig. So. 90 Grad eintippen. So. Dann mache ich den hier grau, das sehe ich auf dem Weiß ganz gut. Und schiebe mir den hier hin. Sagt, der ist mir immer noch zu groß. Ich möchte den so haben. So, wir snappen uns das hier oben rein. Gucken, dass der so halbwegs mittig ist. Und skalieren den erstmal. Ich mache den erstmal länger, wie er eigentlich sein müsste. Einfach, dass ich es besser sehe. So. Und jetzt können wir das hier leichter anpassen, weil wir ja einfach eine runde Form noch haben als unseren Fixpunkt. So, dann können wir auch hier sagen, wir möchten das ja beveln. Dazu bräuchten wir ja wieder eine Dicke, dann funktioniert das besser. Dann gehen wir das gleiche, wie wir es hier gemacht haben. Ich gehe jetzt einfach hier Modify, Generate, Solidify. Und sage, ich möchte mir hier einfach ein bisschen Dicke reinholen. Das ist mir noch zu dünn. Möchte vielleicht doppelt so dick haben. Sag, ja, das ist eine schöne Dicke. Den mache ich auch nicht ganz so dick, dass es sich berührt. Also finde ich das jetzt eigentlich schon mal ganz gut, weil das ist ja ein Teil, das sich bewegt. Können sagen, dass wir das noch ein bisschen kleiner skalieren. Schieben wir das so ein bisschen. Ah, nein, ich möchte es nur auf dem Grün. So minimal höchstens noch. Hier hinten passt es noch. Sag okay, das passt jetzt. Apply. So, jetzt brauchen wir es nur noch rund machen. Dann machen wir das genau, wie wir hier hinten auch gemacht haben. Nehmen wir hier die Edge, hier mir die Edge. Snap mir das wieder nach vorne. So seht ihr, was passiert. Und sage mir einmal Bevel. Gut. So Pi mal Daumen.
Und jetzt wieder Segmente hinzufügen, bis rund ist. Aber vielleicht gehen wir mal auf 5. Dass wir hier ungefähr unseren Kreis haben. Ich denke, so schaut das doch ganz gut aus. Dann schiebe ich mir den hier noch ein bisschen runter. Ja, das passt so. Sag auch hier smooth. Markiere hier meine Kanten. Und weil ich die auch nicht beveln möchte. Ah, guck mal, wir haben die hier vergessen. Nicht so schlimm. Dann gehen wir hier hin, sagen Set Origin. Nice to center. Wir brauchen den Pivot hier wirklich in der Mitte. Dann gehen wir hier hin. Edit Mode. Brauchen einen in der Mitte. Markiere mir das. Markiere mir hier den kompletten Ring. Indem wir Alt drücken, können wir einfach so einen kompletten Ring selektieren. Entferne den. Den hier auch. Auf L kann ich mir dann den ganzen Rest markieren. Also wenn ihr auf irgendeiner Face seid, einfach L drücken, dann markiert ihr alles, was verbunden ist. Entfernen. Fertig. Jetzt habe ich den halben. So, und dann gehe ich unter Modifier, Generate, Mirror. Sag, okay, passt nicht so ganz. Die Achse vielleicht. Ja, der passt. Bin ich ganz in der Mitte, dann sage ich hier Clipping an. Markiere mir hier meine Edge. Und plöpp, pack den in die Mitte. Durch das Clipping kann ich auch nicht drüber hinaus. Wenn das Clipping aus wäre, kann ich das Gott weiß wohin schieben. Deswegen Clipping an. Je nachdem, was ihr macht, macht ihr es an oder aus. Jetzt habe ich es hier auch passend. Sag Apply, passt. Und kann den mittleren Stab rauslöschen, weil der war zu viel. So, selektiere ich mir nochmal alles. Habe ich alles? Ah, ne, hier habe ich nicht. Und sag hier, mark sharp, mach hier das gleiche, normals, auto smooth, was haben wir, 90 hat man, glaube ich. Und sag, tada! Ja, und sag, tada! So. Jetzt haben wir den hier noch. Und den schiebe ich jetzt einfach nur passend hier rein, dass er so gerade so drüber guckt. Den will ich jetzt aber beveln. Den will ich ein bisschen runder haben. Zack, zack. Gehe auf Bevel. Und sag, so eine kleine Kante baue ich da rein. Und mach den auf Smooth. Tada, fertig. Ich könnte jetzt das Innere hier noch rauslöschen, aber ich lasse es jetzt einfach so. Stört hier nicht. Und jetzt haben wir 1 € Spitzstick gemacht. Jetzt wollen wir den vielleicht einfach noch ein bisschen Farbe geben. Das hatten wir das letzte Mal auch schon geübt. Ich werde euch im nächsten Tutorial einfach zeigen, wie man Texturen macht. Das wird dann extra spannend, wenn wir das Ganze schön bunt machen können. Aber jetzt bleiben wir erst einmal bei den ganz normalen Farben. Ich habe das ja jetzt grau gemacht. Dann sage ich, okay, ich möchte vielleicht das Rot haben. Dann klaue ich mir das Rot mit dem Pipette-Tool. So, das ist rot. Dann brauche ich eine neue Farbe. Brauchen wir hier ein Grau. Und dann sage ich, das ist auch grau. Und das hier ist auch grau. Und dann mache ich das hier schwarz. Ich habe hier noch ein Material übrig und sage, du bist schwarz. So, wir können aber ein bisschen Spaß mit dem Material noch haben, bevor wir das Tutorial beenden. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen vorhanden. Und das, was wir jetzt Spaß haben werden, ist Metallic und Roughness. Ich habe hier bei dem roten Material die Roughness ja komplett rausgemacht, damit es nicht reflektiert. Jetzt wollen wir das vielleicht reflektierend haben und sagt, tada, guck mal, es reflektiert. Mit einem Licht kommt das ja noch ein bisschen besser. Dann holen wir uns hier ein Licht rein. Vielleicht auch mal ein Point Light. Ziehen wir das hier hin und sagen, okay, passiert ja noch nicht so viel. Machen hier das mal an. Das ist jetzt unser Viewport Shading. Da sehen wir es am besten. Das ist jetzt, Licht ist noch nicht sonderlich hell. Power.
Aufdrehen. Jetzt haben wir Licht. Jetzt sehen wir hier schon ein bisschen mehr Reflexion drin. Und das ist ein bisschen shiny. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr shiny. Andere Richtung. Ich verwechsel immer, in welche Richtung ich es drehen muss. Jetzt haben wir es schön shiny. So, machen wir hier. Das Ding ist aus Metall. Sag mal, okay, Metallic. Bei Metallic ist wichtig, es gibt zwar hier Zwischenschritte, aber wenn ihr irgendwas physikalisch richtig machen möchtet, müsst ihr Metallic entweder nicht oder ganz. Also es ist entweder aus Metall oder es ist nicht aus Metall. Irgendwas dazwischen gibt es nicht, wenn ihr das physikalisch richtig rendern wollt. Und dann machen wir hier auch vielleicht ein bisschen shiny. Metall reagiert halt wieder ganz anders. Es ist auch sehr dunkel. Vielleicht geben einfach ein bisschen heller. Sagt Metall reagiert ja ganz, ganz anders auf Licht. Vielleicht machen wir noch ein zweites Licht. Wir können das auch einfach duplizieren. Ihr seht, es ist halt schon ein Unterschied, ob es einfach aus Plastik ist, weil es nur shiny ist, oder aus Metall, wenn es shiny und metallig ist. Sondern das hier gehen wir nochmal hin und sagen, okay, du bist komplett matt. So könnt ihr ja schon mal ein bisschen mit Materialien einfach ein bisschen Spaß haben. Im nächsten Tutorial werde ich euch dann zeigen, wie man halt UVs macht. Dementsprechend könnt ihr dann halt auch richtige Texturen drauf machen mit Struktur und so weiter. Das ist dann das nächste Thema. Aber jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen weiter herumbasteln und verschiedene Sachen erstellen. Und ich hoffe, das Tutorial euch hat das gefallen und hat euch geholfen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Bock auf Blender bekommen. Und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Tutorial, wo wir uns Texturen anschauen, dass wir richtig schöne Sachen uns zusammenbasteln können. Und dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.